Willkommen zurück. Ah, kannst mich mal. Ist nervig. So. Ich war schmaus. So. Ja. Kann man den Kram jetzt abwählen. Lieferschmaus. Ist doch nichts mehr drin. Ist doch nichts mehr drin. So. Protestflugblatt. Lieferschmaus. Ja. Ja, habe ich schon alles. Oder an die Axt. Ja. Waschmaus Flyer. Hummingberg. Das probieren wir nachher nochmal. Mingberg. Stimmt, das war hier hinten, ne? Irgendwo. Mingberg? Alles hier unten, ne? Spurry. Wo Mingberg. Namen gezeigt werden würden. Wäre schon. Genial. Ja. Eine Hummingberg. Denn die abonnieren wir mal. Wildfang. Ich bin so müde, so alt. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr weiter. Würde es mir gefallen tun? Bitte bring mich dorthin. Bring mich zu dem Ort, an dem es endet. Okay. Klar. Machen wir. Okay. Haben wir ja wieder ein bisschen Geld, glaube ich, ne? Jo. Fehlt noch ein bisschen was. Gut. Fahren wir erstmal nach Hummingberg. Und was haben wir denn besonders viel? Das. Ist doch einfach automatisch. Dum-di-dum. Ah, niemals mehr hungernde Schaf. Hab dafür extra aufgewertet. Gelohnt. Stellen wir erstmal Lieferschmaus ab. Gut. Ja. Jetzt keine Zeit. Lieferschmaus brauche ich nicht mehr. Gut. Wo war ein Lieferschmaus? Habe ich. Das ist eilig. Ja.
warte mal. Lachssamen. Oh. Ich will nicht lohnen. Verkaufen. Können wir den verkaufen? Wir brauchen jeden Arsch voll Flachsamen. Ja. Oh. Ja. Gut, Lieferschmaus. Warte. Hey. Wie gefällt dir unser Service? Die Leute vom Marketing hatten eine echt tolle Idee. Und sie haben sich gefragt, warum so viel Zeit darauf verwenden, einzelne Komponenten von Mahlzeiten vorzubereiten. Können wir den Markt nicht einfach komplett für unsere Kunden zusammenstellen? Also haben wir unser Motto zu Herzen genommen. Wir haben unser Hauptaugenmerk auf eine Produktivität gelegt. Zudem hat unser Lieferservice so viel Geld zur Seite gelegt. Niemand, der bei klarem Verstand ist, würde auf so einen unglaublichen Service verzichten. Vor allem nicht bei unseren teuren Kündigungsgebühren. Glims. Ja. Verkaufen. Kann man nicht noch irgendeinen Müll verkaufen? Weil weiß ich nicht, was ich brauche. Ah, okay. Brauche ich noch. Jakobsmuschel. Wovon haben wir denn noch tonnenweise? Ja, Karotten brauche ich noch. Okay. Wieder mal das. Aber dann kündigen. Etwa 10.000 Würfel. Aber dann würdest du. Wieder mal was. Möchtest du die Fahrzeuge? Ja, möchte ich kündigen. Euer 10.000 Glims. Komm. In der Jerome. Ach ja, wo ist Jerome? Guten Tag. Du bist also nicht Jerome. Lang lebe und Obergeschossbande, ja. Ja, ich dachte, du hättest etwas zu sagen. Ah, jetzt weiß ich, wer Jerome ist. Ich hab. Ja, sozusagen. Blablabla. Hier, dieser kleine. Ike, der es auch eilig hat. Tut mir leid, ich habe es etwas eilig. Jerome. Ah, Buck ist endlich bereit. Wird doch Zeit. Ich habe mein ganzes Taschengeld in die glitzernden Würfel gesteckt. Bin mehr als nur bereit. Ah, ja, okay. Ziemlich, der mächtige, Dariel, von denen, ja, ach zum Teufel damit. Ich bin Jerome, okay. Ich weiß, ich sollte meine Rolle spielen und was soll's. Komm schon, wie lautet das Rätsel? Verstehe. Es ist nicht ohne. Ich muss darüber nachdenken. Aber ich werde sich hier herausfinden, wohin ich muss. Danke. Okay. Gut. 10.000. Lachs an. Okay. Kann ich den Krempel nicht kündigen? 10.000 Glims. Wahnsinnig.
Ich werde hier noch wahnsinnig. So. Jetzt nächstes Oxbury. Oxbury war ja hier unten. Das da. Genau. Ja. Hier Futter. Okay, wo geht's hin? Wo ist er noch scharf? Sehr schön. Ist auch noch bittern. Satt. Okay. So. Gut. Eisen. Ach, da. Sehr schön. Oh, no, no, no. Ein Eier. Was soll ich mit zwei Eiern? Die vielleicht in den Keller schmeißen? Brauche ich nicht mehr. So. Kann hier einen Fisch reinlegen zum Fermentieren. Kann ich hier eine Milch reinlegen. Für die ganze Zeit. Gut. Gehen wir wieder an Land. Hey du. Ja, ich geh mal nach. Bla bla bla, ja, ja. So. Okay, okay, okay. Das ist nicht. Hallo. Ja, 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 ja. Wo ist er denn? Auf. Hi. Okay. Oh. Tschüss. Hallo, wo bist du denn? Endlich. Nein, ich werde mich nicht für dich verbringen. Ich weiß, wer du bist. Und wenngleich ich hohe Respekt zolle, bla bla bla. Und der Waldläufer des siebten Mondes verneigt sich vor niemandem. Als Anführer der ruhmreichen Silberkompanie werde ich erneut den Mantel des Kreuzfahrers anlegen. Einige Vorbereitungen muss ich noch getroffen werden. Und ja, dann werde ich mich meinem edlen Ross schwingen und mich euch anschließen. Zieh los, einige die Gefährten wieder. Denn die Zeit für Abenteuer ist erneut gekommen. Ja, 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 alles klar. So, Morgengrauen ist wieder. So, wo muss ich als nächstes hin? Immerfort,
Minimal maximalistische. Minimal minim. Alles klar. Und Profitgear muss ich. Klar. Stimmt. Was brauche ich eigentlich nochmal für die komische Uhr? Goldbarren. Steiglasplatte, Rotgold. Okay. Goldbarren. Ich liebe Goldbarren. Herstellen. Ja, Goldbarren ist mein Lieblings. Weil die so toll sind zum Herstellen. Weil das so viel Spaß macht. Also eine scheiß Qual wie der Golddrache. Genauso eine Qual. Das macht Riesenspaß. Oh ja. Na komm, einmal müssen wir noch. Gut, zack. Zack. Und zack. Das war zu viel. Oder nicht, gerade so noch. Nein, ich dachte, das reicht. Oh. Ja. Och Mann. Gold ist das nervigste Element hier. Den nervigsten Drachen. Nervigste Herstellungsverfahren. Ja, tschüss. Gib her endlich. Dankeschön. So. Zack. So. Gut, Rot-Gold könnte man noch nehmen. Dash. Auch glaube ich auch hier weitaus am längsten. Klopp, klopp, klopp. Ja, 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 ja. Ja, ja. Na los. Na komm. Kommen wir das noch hin, oder? Meine Herren. Ich dachte, dass das so lange dauern muss. Das wäre so schnell. Oh Mann. Oder von zwei. Ja, Quarz muss ich sowieso nochmal besorgen. Anschmeißen. Gut.
sehr behutsam mit dem Material umgehen. Sehr schön. Gut. Werten. So, was brauchst du denn noch? Und 1300 Limbs. Danke nochmal. Jetzt geh ich schlafen. Ja. Okay, danke schön. Oh Mann. Ja, noch jemand mal zu ihm. Wir brauchen Wasser. Auch noch fertig werden. So. Kumpel. Verkaufen. Sehr schön. Ah ja, kannst du auch noch hier haben. Muscheln, komm, wir nehmen den Kram. Genau. Der Blitz. Halten wir mal. Ja. Okay. Gut. Was haben wir hier noch für einen? Nochmal runter auf. Okay. Brauche ich. Genau. Zack, das war's. So. Müssen wir nach hier. Aufwerten. Zack. Das kann man dich, glaube ich, noch aufwerten. Nein, aber... Boom, oder? Ja, gleich. Ja. Ja, komm. Warum? Da bist du ja. Voller Stolz und mit
unbändiger Freude präsentiere ich dir Vermächtnis der Menschheit, meine bis dato erlesenste Ausstellung. Nicht übel, findest du nicht auch? Eine offizielle Eröffnung? Oh nein, 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 nein. Du kennst mich noch. Ich stehe nicht gerne Rampenlicht. Außerdem sind... Nichts sagen, reine Zeitverschwendung. Nur eine Gelegenheit für Funktionäre herumzuwuseln und sich gegenseitig in den... Ach, du weißt schon, was ich meine. Und denn, ich vertraue dir alles an. Ich weiß, dass ich auf dich zählen kann. Wenn ich einmal nicht mehr hier sein werde... Oh, nicht so überrascht. Du weißt genau, dass ich nicht länger als nötig hier bleiben werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles vollbracht habe, was ich hier tun konnte. Der gute alte Gustav blickt immer noch nach vorne. Okay. Und diese ganze Unternehmung war doch äußerst belebend, nicht wahr? Und gut, sei so lieb und setz mich bei der Immerpforte ab. Wenn wir das nächste Mal dran vorbeifahren. Ich weiß es zu schätzen. Alles klar. Komm, böse gehen, was zu essen. Danke fürs Essen, okay. Holt sich alles rein. Lass mich raten. Hast Hunger? Mein Bruder kratzt ja ab. Brauchen was zu essen. Ja, verpiss dich jetzt. Wenn du nicht immer gleich wegfliegen würdest wegen ihm Scheiße, ne? Kann ich dir was essen geben. Okay. Gehen wir mal zur Immerpforte. Geschirr. Dann bringen wir die beiden mal weg. Da bist du. Hau doch nicht ab. Willst du unbedingt was zu essen haben? Dann hau doch nicht ab. Meine Herren. Ihr seid die nervigsten Gesellen hier. Darf ich jetzt was zu essen geben oder was wieder noch Chefkoch hier? Hey, muss ich was sagen? Das Zeug ist viel zu einfach. Nein, ist es nicht. Nur gehobene Klasse. Was ist das Futter? Na, endlich. Meine Herren. Ich bin froh, wenn ihr weg seid. Gut, ab zur Immerpforte. Sehr schön. Zack. Zack. Gehen wir. Ja. Okay. Dann los. Okay. Denn auf geht's. Na denn? Meine Bitte, gehen zu dürfen, scheint dich ziemlich überrascht zu haben. Und du wirkst immer noch so. Aber Stella, ich verstehe, dass unsere gesamte Existenz nur eine bedeutungslose Anordnung von Atomen ist. Alles, was du jemals gekannt, gesehen oder erlebt hast,
zufällige Ereignisse aus dem Chaos des Universums entstanden die Menschheit. Ohne eine größere Bestimmung als alles andere. Aber mit einer unglaublichen Befähigung, Bedeutung zu schaffen, so flüchtig diese auch sein mag. Ich habe keine inhärente Bedeutung. Okay. Genauso wenig wie du. Aber wir können die Dinge erschaffen, organisieren, anordnen. Und so Zweck und Bedeutung erzeugen. Das uranfängliche Chaos überwinden. Die gesamte Menschheit tut das. Wir bauen nützliche Maschinen, übernehmen die Kontrolle. Maschinen wie den grauenhaften Stuhl, der mich subsumiert und zu einem Objekt gemacht hat. Durch den mir vielleicht aber auch wirklich klar wurde, was Vergänglichkeit bedeutet. Denn all unsere zahlreichen Kreationen haben nur so lange eine Bedeutung, wie sie von Nutzen sind. Nachdem mein Stuhl endlich nicht mehr benötigt wurde, war er wieder nur ein Haufen Metall. Er schmolz aufs Neue mit dem universellen Chaos. Verlor seine inhärente Menschlichkeit. Nützlichkeit führt leicht zu Bedeutsamkeit. Aber nicht zuverlässig. Verschwindet so schnell wie wir. Für die Menschheit erscheint die einzige Hoffnung auf Transparenz der Kunst zu liegen. Bedeutsamkeit erschaffen durch unseren chaotischen Verstand. Natürlich für einen bestimmten Zweck. Sondern hier selbst willen. Selbst wenn der Künstler schon lange verschwunden und zu Staub geworden ist, er bleibt sein Kunstwerk. Und selbst nachdem der allerletzte Mensch ins uranfängliche Chaos zurückgekehrt ist und voraussetzt, wir haben ihren Schutz gesorgt, er bleibt die Kunst. Daher wird nach uns nur noch die Kunst übrig bleiben, die einzig wahrhafte Form der Transparenz, die sich jemals in unserer Reichweite befand. Zeugnis unserer Existenz und unserer erbarmungswürdigen Versuche, uns aus dem Chaos zu erheben. Wie ein unbekanntes Manuskript einer längst vergangenen Macht. Nun denn, Stella. Osmandias ruft mich. Lass uns gehen. Der alte Geigenspieler. So schwach. Und jetzt gehen? Gehen wir. Kann nicht länger warten. Kann gar nicht wissen. Upsi.
Okay, auf geht's. Ich glaube nicht, dass ich weiß, dass es weise ist, so lange zu leben, Wildfang. Gut, dass ich nie besonders weise war. War jung. Bei Junge bin ich alt. Bin so alt. So alt zu sein, ist wirklich enttäuschend. Außer. Was? Außen ist man hässlich und innen verrottet. Die Schmerzen. Leben bedeutet Leiden. Es ist hart. Die Welt ist verflucht. Aber dennoch findet man Gründe, weiterzuleben. Bereue nichts. Weißt du? Bereue die Schwierigkeiten nicht. Bereue die Mühen nicht. Die Schmerzen, die Sorgen. Und von allem hatte ich mehr als genug. Aber dennoch bereue nicht, was ich getan und wie ich mein Leben gelebt habe. Ich hatte mir einfach nur gewünscht, dass die Welt ein besserer Ort sein könnte. Ein besserer Ort für uns alle. Für uns, aber auf jeden Fall ein besserer Ort für dich, mein Schatz. Ich fühle mich wie ein großes Schiff. Mit so vielen staubigen Räumen und Kajüten. Ich habe so viele davon. So viele Erinnerungen. Ein paar davon. Und andere werden für immer fortbestehen. In dir, in den anderen. Ich erinnere mich an ihre Gesichter, als sie vor Furcht zitterten. Ich erinnere mich an ihre Häuser und an ihre Partys. Ich erinnere mich an ihre Lieder und ihre Liebe. Ich erinnere mich an ihre Berührung, ihre Wärme. Alles verblasst jetzt, Wildfang. Alles verblasst. Alles ist grau, weiß, neblig. Ist alles schon verschwunden? Ich sehe nicht mehr viel. Bist du noch hier bei mir? Nicht wahr? Bist du noch hier, Stella? Vergiss mich nicht, bitte. Alle anderen sind mir egal. Aber du vergisst mich nicht, hörst du? Andernfalls werde ich zurückkommen und dich heimsuchen. Ich spüre, wie es näher kommt. Gib Ruhe, Stella. Folge einfach deinem Herzen und geh auf. Zu lächeln. Ja, da ist er sehr traurig.
Rechts oder links? Achso. Der gleiche Weg. Lass die Katze weg. Wie vorhergesagt, sind wir wieder hier, Seelenfährfrau. Zum letzten Mal. Matt und hilflos. Ein schwaches Murmeln, das durch diese Stille schwebt. Geflüsterte Worte. Eine einfache Frage. Warum hast du dieses Leben gewählt, Stella? Warum hast du es damit verbracht, anderen während ihrer letzten Stunde zu begleiten? War deine Berufung eine liebevolle Pflicht, verborgen? Oder eine Demonst... oder eine Demonstration der Selbstsucht, der immerwährenden Unsicherheit. Hast du es für sie getan? Oder für dich selbst? Um mich kennenzulernen und dich an meine Anwesenheit zu gewöhnen, um mich zu überwinden, erscheine ich dir nun weniger einschüchternd? Oder bin ich doch immer noch ein grausiger Schatten einer betäubenden Anwesenheit? Denk dran. Als dein Körper versagte, war es dir bewusst. Du hattest es tausendmal erlebt. Du wusstest, dass ich kommen würde. Du hast beherzt gekämpft und dennoch die ganze Zeit über gelitten. War tief in deinem Herzen. So wie schon immer. In deinem letzten Augenblicken hast meinen Ruf erhört. Gestärkt von der Liebe deiner Schwester. Gestärkt von der Liebe deiner Mutter. Langsam musst du deinen letzten Atemzug. Und nun sind wir hier. Du weißt, dass dies das Ende ist. Atme, atme, atme. Es ist das Ende. Kehre zur Immerpforte zurück. Werde dort sein. Dir warten. Adieu, Stella. Lebe wohl. Nein, möchte ich noch nicht. Hab noch ein bisschen was zu tun. Leute, Leute, Leute. Hab einfach noch was zu tun. So. Tausend. Klar. Doch noch was zu tun. Kann noch nicht gehen. Genau. Noch was ich entdecken möchte. Genau. Ich habe da noch ein paar Sachen, die ich zu tun habe. Ja, ich muss noch Dinge erledigen. In diesen zum Beispiel. Hühnerstall. Oh, 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 oh. Ja, du bist so lustig. Kaufen. Ein Brett, Elektroplatte. Okay.
Ja, dann fahren wir schnell nach Hummingberg, beenden noch den komischen Liefervertrag da. Der mir nichts mehr bringt. So. Sehr schön. Ja. Wichtige Unterrichte finde ich nicht nützlich. Hätte auch keine Freude daran, den Geist Schwachen zu brechen. Zu sehen, wie sie abgerackerten, ohne zu wissen, warum sie diese Herausforderung abgezogen haben. Sie hätten es sich selbst zuzuschreiben. Sie müssten während des Unterrichts anwesend sein. Mit nur einer Aufgabe zuhören. Sie waren kaum dazu in der Lage. Und ich habe jede einzelne Sekunde davon genossen. Denn durch Mühsal würden sie denn lernen. Lernen zu überleben. Lernen besser zu werden. Lernen niemanden mehr zur Last zu fallen, sondern aufzuhören. Ja, tschüss. Mein Gott, ey. Strafe. Scheiße. Du bist die Oberlehrerin. Wieder 30 Stück. Dankeschön. Nein, 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 nein. Die brauche ich alle. Ah. Ja, damit. Braucht was zu essen. Hier einen Käse. Dankeschön. Schließauftrag da. Ich hab 10.000 in der Tasche. Ja, reicht. Okay. Aber ich möchte gerne noch alle zur Pforte bringen, die hier auf dem Schiff sind. Gut. Lieben. Okay. Na komm. Wenn zu Profit hier gehen wir. Von den sammeln. Ah, hier, stimmt. Na gut. Ja, weg. Schade, dass du die nicht mehr benötigst. Dass er Briefe kriege und nichts mehr hab. Na komm, lade ich auf. So. Profit der GmbH. Da. Gut. War das? Bin so hungrig. Ja. Gleich. Was hast du denn? Du magst doch garantiert was Abenteuerliches. Genau, sehr schön. Den Heilung. Ja, komm. Du bist also traurig. Ja, denn. Tschüss.
Eisen. Profitgear war doch. Genau. Oh Mann. Lachssamen zu kaufen. Okay. Was fehlt mir denn jetzt noch? Also, du bist fertig. Ist auch schon fertig. Du warst auch fertig. Die Sellerie. Die Sellerie. Einfahren und selbstgemachtes Papier. Ach, warte mal. Habe ich nicht Stiefel gekauft? Müssten ja relativ schnell gehen. Sollte reichen. Können wir in der Zwischenzeit hier mal ernten? Legespäne. Das dauert ein bisschen. So. Was mit dir? Wo ist noch drei? Was haben wir denn hier? Feines. Karotten. Ah. Den Typ hier finden. Oh. Kapitalistenschwein. Komm jetzt hier rein. Bin ich rein. Worauf die Gewerkschaften. Wir haben gewonnen. Wo ist er denn? Weiß wo. Oh, Buck hat dich geschickt. Endlich, komm. Tschüss. Ja, du bist die Lieblingsfigur. Nackenmöbel und hier und da und tralala, alles klar. Wissen wir. Ich hab hier alles. Tschüss. Rede mit Buck. Karotten. Alles klar. 100 Stück. Wo ist er denn? Da unten. Ja. Kommandante! Ganz und gar fantastisch. Die Silberkolonie ist meinem Aufruf erneut gefolgt. Und bald werden wir wieder durch die elysischen Gefilde der Abenteuer streifen. Mögen die 11 Sterne dein Herz segnen, Kommandantin. Du warst bislang wahrhaftig eine unbezwingbare Vorbotin der Tapferkeit. Unser nächster Schritt wird uns
in eine zwielichtige Taverne führen. Die Schenke zur nackten Mullbären tief in den gefrorenen Nebel des weißen Dorfwäldchen Nordweiler. Doch bevor wir an diesen geheimnisvollen Ort eintreffen, müssen wir noch etwas bewerkstelligen, Kommandantin. Ich denke dabei natürlich an das Prinzip des leiblichen Wohls. Ja, wir können nicht mit leeren Magen dort auftauchen. Das wäre eine besonders gute Idee. Also gut, wir sollten was zum Futtern mitbringen, sonst ist die Stimme im Keller. Sagen wir mal, das Popcorn. Ein Corndog wäre super. Und ach ja, zum Nachtisch Toffee. Ja? Das wäre alles. Okay, wo war ich noch gleich? Ach ja, das Unterfangen mag dich vielleicht unterfordern. Aber es sollte eine wohlverdiente Ruhepause auf unserer Mission für die Gerechtigkeit und Ruhm sein. Vorwärts. Neues Rezept gelernt, Corndogs. Okay. Nordweiler. War doch hier oben. Ja. So. Popcorn habe ich. Ich muss ihn gleich geben. Ist das auch schon mal weg? Ich möchte mich darüber nicht mehr kümmern. Wo bist du denn? Ja, egal, komm. Ich mache eine Pause. Würde ich dir auch empfehlen. Keine Sorge, anfangen. Na los, komm. Nee, lass mal. Lass du dich an. Ja, drei Türme. Nein, Enemy nicht. Tradition war eine Höllenarbeit, aber okay. Gott. Schon gut, schon gut. Ich mache mich wieder an meine Arbeit. Dann. Ich möchte nur mit dir reden. Hier. Da sind die ultra nervig. Ah. Oh, das Popcorn reicht nicht dazu. Klar. Perfekt. Gut. Wir machen jetzt Corndogs. Das braucht noch eine ganze Weile. Gut. Gut. Dann machen wir erstmal Leinfasern. Denn los. Na komm. Selbstgemachtes Papier. Stimmt, das dauert aber auch noch eine Ewigkeit. Na komm. Gießen und dann werden wir mit dem Taxi umherdüsen. Jetzt sollen wir wieder nachreisen. Okay, was uns da für Abenteuer erwarten, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao.